Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von panzer-universum.de mit den Breaking News. Das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika gab am 26.06.2023 bekannt, die nächste Phase des OMFV-Programms einzuleiten. Das Optionally Manned Fighting Vehicle Program, kurz OMFV, dient dazu, den bereits in die Jahre gekommenen M2 bzw. M3 Bradley im Arsenal abzulösen. Von den 5 teilnehmenden Rüstungskonzernen haben sich 2 Konzepte herauskristallisiert. Der Griffin 3 von General Dynamic Land System und der KF-41 Lynx von Rheinmetall. Somit ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass eventuell ein in Anführungszeichen deutsches System in das Arsenal der Vereinigten Staaten aufgenommen wird. In der nächsten Phase werden für das Ausarbeiten des Designs, Bauen von Prototypen und ausgiebigen Tests satte 1,6 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt, wovon beide Rüstungskonzerne jeweils die Hälfte der Summe erhalten. Nachfolgend werden die Panzer auch nicht mehr als OMFV bezeichnet, sondern als XM-30 Mechanized Infantry Combat Vehicle. Einer der Schwerpunkte des Programmes ist die Mobilität und Agilität des Fahrzeuges. So werden die Prototypen mit einem Hybridantrieb ausgestattet, ähnlich des Abrams X. Angestrebt wird eine Bewaffnung im Kaliber 50 mm, die beide Fahrzeuge aufweisen. Fortschrittliche Elektronik sowie aktive Schutzsysteme spielen eine erhebliche Rolle. Pro Hersteller sollen bis zu 11 Prototypen gebaut werden, sowie zusätzliche ballistische Wannen und Türme, die für ausgiebige Tests verwendet werden sollen. Bis spätestens Ende 2027 soll dann ein System ausgewählt werden. Wenn ihr mehr zum KF-41 Lynx von Rheinmetall erfahren möchtet, dann kann ich euch meine vor kurzem veröffentlichte Dokumentation mit ausführlichen Informationen zu dem Panzer empfehlen. Link in der Videobeschreibung oder am Ende des Videos. Am kommenden Freitag, den 30.06., werde ich eine weitere Dokumentation zu der amerikanischen KF-41-Variante mit ausführlichen Informationen des XM-30 veröffentlichen, denn dieser unterscheidet sich deutlich zu der Standardvariante, die unter anderem in Ungarn verwendet wird. Da wir bereits von Rheinmetall gesprochen haben, bleiben wir direkt bei der Firma. Denn nun wurde bekannt, dass Rheinmetall von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden beauftragt wurde, 94 weitere Kampf- und Schützenpanzer für das ukrainische Militär zu überholen und dann in die Ukraine zu liefern. Dabei handelt es sich um 14 Leopard 2A4 und 80 Marder 1A3. Die Leopard 2A4 Kampfpanzer stammen aus Industriebeständen und werden durch einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden finanziert. Die Marder Schützenpanzer wiederum werden von einem niederen zweistelligen Millionenbetrag von Deutschland finanziert. 20 Marder 1A3 sollen noch in diesem Sommer geliefert werden. Die restlichen 60 könnten bis Jahresende geliefert werden. Vorbereitungen dazu laufen bereits. Rheinmetall kann aktuell rund 10 Marder pro Monat aufbereiten. Da der Krieg in der Ukraine wohl noch einige Zeit andauern wird, ist die Lieferung von weiterem Kriegsgerät unabdingbar, wenn die Ukraine weiter um ihr Territorium kämpfen möchte. Die Regierung in Norwegen beschafft 9 leichte Bergungsfahrzeuge von der amerikanischen Firma Miller Industries Towing Equipment Inc., kurz MITE. Dies wurde offiziell auf der Webseite der Defense Material Agency bekannt gegeben. 7 der 9 Fahrzeuge werden direkt geordert, 2 weitere sind als Option geplant. Auftragswert liegt bei 4,3 Millionen Euro. Das ACSV ist eine Mehrzweckplattform, das mit verschiedenen Modulen bestückt werden kann, sei es als Bergungs-, Transport- oder Flugabwehrfahrzeug. Das ACSV ist sehr geländegängig, wiegt 26 Tonnen und kann bis zu 8 Tonnen zuladen. Der Motor mit 625 PS und 2300 Newtonmetern sorgt für die nötige Leistung, während ein 6-Gang ZF-Automatikgetriebe die Kraft an die Ketten überträgt. Das hier genutzte Modul wird in diesem Fall von der Firma Miller Industries hergestellt und auf dem Fahrzeug montiert. Das war es wieder mit den Breaking News von panzer-universum.de.